Nächste Folge startet jetzt. Jaha! Ich habe auch nicht lang Pause gemacht, sondern einfach weitergespielt. Ja, ich war gerade am Wundern, warum jetzt schon zwei Straßen ausgebaut sind. Ich wollte eigentlich gerade sagen, diese Straße als erstes ausgebaut war, aber dann wurde die hier auch gleich ausgebaut. Und ich denke, das liegt echt daran, die Straßen, die am meisten benutzt werden, die bauen sich auch am schnellsten aus. Heißt übersetzt, die Straße wird am meisten benutzt, weil hier hinten bla 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 ist. Und deswegen wird auch die hier am meisten genutzt. Weil da auch bla 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 ist. Damit sind ja 1, 2, 3, 4 Häuser verbunden. Eigentlich sogar 5, weil Bauernhof geht ja auch dahin. Was ist das hier eigentlich für eine Straße? Hat die einen Sinn? Ach so. Brennst du? Nee. Ach so. Ja, irgendwie brennt schon, aber es brennt nicht so, dass man was unternehmen müsste. Ich hatte jetzt gerade schon ein bisschen Angst. Einen Brunnen. Brunnen werden zur Förderung von Wasservorkommen errichtet. Wasser kommt in der Brauerei und der Bäckerei sowie in der Schweine- und Eselszucht zum Einsatz. Na, das sollte man doch auch mal machen, oder? Dann haben wir da so einen kleinen Brunnen. Vielleicht brauchen wir es ja für Bauernhof auch. Apropos Bauernhof, der wollte doch da außenrum ein paar Sachen anbauen. Ah! Ja. Dachte ich es mir doch. Weil dieses Getreide, was der da jetzt anbaut, brauchen wir ja für die Mühle. Und die Mühle macht ja dann Brot. Nee, die macht Getreide. Da brauchen wir auch noch eine Bäckerei. Wo stellt man jetzt die Bäckerei hin? Es wird alles so knapp hier unten. Vielleicht sollten wir hier noch eine Baracke hinstellen, damit wir da nach unten auch noch mehr Platz haben. Nee. Straßenbau abbrechen, nein. Na! Nee, nee, nee. Nee. Hier hoch? Nö. Hier hoch? Nö. Hier hoch? Nö. Okay, 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 ich glaube, ich hab's, ja. I have it! Aber ich mache das noch ein bisschen schöner. So und so und so. Und dann passt es. Gut. Dann bauen wir nämlich hier auch noch eine Baracke, damit wir da vielleicht noch eine Bäckerei hinbekommen. Ja, das war das Wort, was ich suchte. Bäckerei. Hier sind sie auch gerade fleißig am Bauen. Das ist ja toll. Dann können wir auch bald zu dem Portal. Da müssen wir ja hin. Und da steht ein Reh. Das ich jetzt nicht mehr sehe. Ein Reh, was ich nicht mehr sehe. Da steht's. Wer rum und schaut recht blöd. Jo, 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 jo. Unsere kleine Stadt, die wächst. Und zwar viel schneller als in den anderen Folgen. Naja, jetzt kenne ich mich ja schon ein bisschen mit dem Spiel aus. Und dementsprechend kann ich dann auch bauen und mich ausweiten und so. Weil in den ersten paar Teilen wusste ich ja noch gar nicht, dass man eine Baracke braucht, um hier sein Gebiet zu erweitern. Ja, soll das auch bitte gleich auf Anhieb wissen. Das ist, geht nicht. Gut, ich wollte noch irgendwie eine... wie heißt es jetzt? Steinminending bauen. Steinbruch, genau. Das war es, was ich suchte. Damit da nämlich noch ein bisschen mehr Stein abgebaut wird. Weil Stein braucht man bestimmt auch mal. So ab und zu. Und deswegen habe ich da jetzt eine Steinmine noch hingebaut, weil vielleicht reicht uns die eine ja nicht. Dann könnten wir eigentlich hier so noch ein paar Holzfäller hinstellen. Genau. Die dann mit da so verbunden sind. Da wäre auch eine Fahne gewesen, na gut. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Macht da nichts. Und dann heißt es warten. Hier war doch die Spulfunktion. Ja, auf 3 bitte schön. Und dann baut, meine fleißigen Männchen, baut!
Auf was wartet der da drüben eigentlich? Der läuft da so rum. Wir brauchen Bretter. Und zwar zwei sogar. Wieso braucht der Bretter und bekommt keine? Leute, gebt ihm Bretter! Moment, ich probiere mal. Kann es sein, dass wir keine Bretter mehr haben? Doch, muss. Wir haben ja zwei Sägewerke. Kann ja nicht sein, dass wir keine Bretter haben. Aber die machen doch Bretter. Ja, Produktbrett. Ja, dann mach mal. Du tust dir auch fleißig Holz fällen und du tust einsäen. Also mach mal. Wieso machen die Sägewerke nichts mehr? Ach, weil die Holzfäller erstmal Holz fällen müssen, damit die Sägewerke dann Holz haben zum Versägen. Oder wie sehe ich das? Ist das nicht so? Böp. Zum Vorspulen. Ja, doch, jetzt geht's weiter. Okay. Es dauert halt seine Zeit. Dauert, dauert, dauert. Jetzt haben wir auch gleich wieder Bretter. Das ist auch ganz gut. Tada, Gebäude errichtet, Holzfällerhütte. Wo habe ich denn die hingebaut? Da hinten, gell? Ja! Und ich wollte auch noch da hinten genauso ein Konstrukt bauen, vor wegen Holzfällerhütte, Forsthaus. Und was war jetzt das dritte? Sägewerk, genau. Die drei wollte ich da noch hinbauen. Erstmal ein Forsthaus. Da geht die Straße hier hin. Dann ein Holzfüllerhütte. Die geht die Straße hier hin. Und dann baue ich da noch ein Sägewerk, bei dem die Straße dahin geht. Hui, alles schön verbunden. Verbunden. Verbunden, verbunden. Ach, eine Bäckerei wollte ich noch bauen. Genau, sonst bringt uns die Mühle ja gar nichts. Und die baue ich am besten hier hin. Denn da stört sie am wenigsten. Denke ich, hoffe ich, tue ich mal wissen. Dann macht mal meine kleinen Siedler. Macht mal. Ach, jetzt wird hier schön gebaut. Ja, jetzt hat er ja auch anscheinend wieder ein paar Latten produziert. Latten. Sie hat Latten gesagt, ja. Und dementsprechend müsste das auch bald fertig sein. Steinbruch. Kein Arbeiter im Arbeitsbereich. Und die Baracke ist auch gleich fertig. Tudö. Mach tudö. Ja. Dann können da auch gleich Leute einziehen. Zieh mal ein hier. Hat der rote Haare? Der hat rote Haare. Och, ist das süß. So ziemlich der erste Siedler, wo ich mit roten Haaren sehe. Ach nee, hier läuft noch einer. Ja, gesehen habe ich sie vielleicht zum allerersten Mal. Die Siedler mit roten Haaren. Und sie waren schon meistens da. Und gleich wieder eine Baracke bauen. Ja. Geht doch hier wie am Schnürchen. Muss es ja auch. Ach, der erkundet schon, ne? Hier haben wir Granitvorkommen. Ganz viel. Dann sollte man da vielleicht auch ein Granitbergwerk reinbauen. Granit. Straße bauen nach da. Hier könnte man auch mal einen Erkunder aussenden. Und ich habe Lust, ein Lagerhaus zu bauen. Lagerhaus. Ja. Denn sonst haben wir hier Zeug, was gar nicht stimmt. Und das wäre ein bisschen blöd.
Dann könnte ich hier noch einen Bauernhof reinbauen. Bauernhof. Diesen Bauernhof verbinde ich mit da. Oder da. Ja. Hui, sie bauen schon langsam die Straßen aus. Das ist ja toll hier. Schade, dass man nicht festlegen kann, welche Straßen umgebaut werden sollen. Aber das ist eigentlich viel praktischer, wenn die das von selber machen. Weil so, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das alles selber koordinieren müsste, dass jetzt zum Beispiel die Straße hier aus, weiß nicht, Stein bestehen sollte. Ach Gott, das wäre ja schlimm. Das wäre echt irgendwie schlimm. Eine Mühle wollte ich da noch bauen. Und wie geht's hier voran? Lagerhaus, Baracke. Gut, Erkunder erkundet fleißig. Ach nö. Oh nö. Ah! Ist jetzt da ein Fluss, oder wie? Brrr. Das heißt, da komme ich nicht drüber. Mensch. Was soll denn das? Muss ich da auch nochmal eine Baracke bauen? Toll. Zu nahe Militärgebäude. Na toll. Ich freue mich. Ach, hier geht's. Hätte ich mich jetzt schon fast aufgeregt. Wer weiß, baut man hier so in die Richtung, denkt sich alles super, alles toll und dann stellt man fest, ja, geht ja gar nicht, da ist ja ein Fluss dazwischen. Ah. Gut, dann bauen wir halt in die Richtung. Ist mir auch recht. Der zweite Aufbruch. Wieso schnarchen die im Holz in der Jagdhütte? Gibt's hier keine Tiere? Habe ich das schlecht gebaut, die Hütte? Hier gibt's anscheinend auch kein Eisen mehr. Das ist ja jetzt blöd. Wie läuft's da drüben mit der Kohle? Ja, die scheint auch bald leer zu sein. Gibt's hier überhaupt noch Kohle? Ein bisschen was anscheinend. Na gut. Ein bisschen was ist immer gut. Was wollte ich da jetzt eigentlich bauen? Ich wollte hier noch was bauen. Ich weiß aber leider gerade nicht mehr was. Forsthaus? Böp. Kann sein, dass ich ein Forsthaus bauen wollte. Ich baue nochmal ein Forsthaus, oder? Durchschauen, 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 durchschauen. Ja. Ja, nochmal ein Forsthaus. Oder Jagdhütte. Ey, du schmeckst einfach so einen Baum. Ein Forsthaus baue ich hin, damit hier noch mehr Bäume wachsen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Einfach mal ein paar Bäume hinpflanzen. So. Ja! Aber das ist keine gute Idee hier, was da produziert wird. Muss ich jetzt wirklich von unten da kommen? Ma! Aber geht nicht mehr. Es sind auch schon alle Häuser besetzt. Wo muss ich hier eine Baracke hinbauen? Mensch, Leute, wieso so umständlich? Ah. Baba. Kann man eigentlich... Ich will mal schauen. Ein Wirtshaus oder ähnliches mal. Das ist eine Schweinezucht, eine Eselszucht. Was ist das? Eine Festung.
Brauerei, Brauerei! Da kann man doch Bier herstellen. Und Werft und Wachturm und Katapult und Fischerei. Okay. Wachstube. So ist das also. Ah, schon wieder Folge zu Ende. Na, super. Also gut. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.